Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Gemeinde Rade mit dem Oni und mir und ganz, ganz viel spannendem Sci-Fi-Wissen über Exoplaneten und Raumantrieben, weil ich habe nämlich, der Oni ist da gerade bei gewesen und hat sich da auch nochmal einen Link rausgesucht über seinem Handy und wird jetzt dazu etwas erzählen. Also, hau raus. Hallo. Hallo. Ja, also ich habe einen genauen Namen, habe ich nicht gefunden, das war halt auch nur... Also es war jetzt basierend darauf, ne, was ich gerade gesagt hatte, ne, dass man ja wegen der Strahlung hatten wir ja angefangen darüber zu reden, ne? Genau. Und dann sagte ich ja, dass ich das irgendwie mal gehört hatte, dass sie Flüssigkeiten in der Wand speichern und dann sagtest du ja, da gibt es irgendwie was Wasserstoffmäßiges, Antriebsmäßiges, ne? Genau. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Das ist auch kein Antrieb, den es schon gibt. Das war halt einer, der uns überlegt hatten, dass man damit theoretisch relativ fix unterwegs sein könnte. Ja. Und damit halt auch diese riesen Entfernungen, die ja im Weltall sind, deutlich schneller zurücklegen könnte. Und das war auf jeden Fall einer, der mit Wasser zum Beispiel angetrieben wird. Oder mit Wasserstoff. Nee, ich glaube mit Wasser und das wird dann halt in den Wasserstoff noch verwandelt. Und dass man da zum Beispiel das Trinkwasser innerhalb vom Raumschiff lagert. Und, welche Verbindung ist Wasserstoff? Ist Wasserstoff... es ist ja H2O, ist ja Wasser und ist Wasserstoff H3O? H2O? Ich habe keine Ahnung. Chemie kenne ich nicht wirklich gut mit aus. Ich glaube, das ist ja, was ist denn, wenn du, ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, ja genau, dass sie das Trinkwasser im Prinzip, also das Wasser, was sie wirklich zum Leben brauchen, dass sie das innerhalb des Raumschiffs lagern und ja, das Wasser für den Antrieb, das ja eh verballert wird, das halt, wie du gesagt hattest, in der Außenhaut lagern vom Raumschiff und damit dann die Strahlung abhalten. Du musst ja Wasser gar nicht, also du sagtest gerade, was verballert wird, aber ich glaube, du in solchen Systemen wird es nicht verbraucht. Also auch das Wasser, was du ja zum Überleben brauchst, als das habe ich glaube ich auch in der Doku gesehen. Das wird recycelt, ja. Genau, dass sie einerseits ihr eigenes, also ihr Körperflüssigkeiten, Urin recyceln und andererseits kannst du ja auch aus der Luft auch Feuchtigkeit rausziehen. Das gibt ja sogar, da gibt es ja sogar Gerätschaften, wo du ja vorhin von den Entwicklungsländern wie Afrika gesprochen hast. Da habe ich das gelesen, sogar im Bauernblatt, welches ich hier hatte. Ja, genau, da habe ich das sogar, glaube ich, gelesen, dass die mit einem Reaktor, oder nicht mit einem Reaktor, sondern mit einem Generator aus der Luft Wasser rausziehen. Okay. Weil halt, halt über die Luftfeuchtigkeit, ne? Mhm. Und so kannst du das ja auch machen, wenn du die ganze Zeit mit, was weiß ich, 6, 7 Astronauten in so einer Dings rumeierst, in so einer Kapsel rumeierst. Wenn du ausatmest, gibst du ja auch Flüssigkeiten ab dabei. Mhm. Also jetzt nicht das Gespucke, was du beim Reden immer hast, sondern die ganz normale Luft ist ja auch immer feucht und daraus kannst du ja auch wieder Wasser rausziehen. Und das ist, glaube ich, in Afrika irgendwo im Einsatz sogar schon. Mhm. Ja. Das ist auch irgendwie krass, was so möglich ist mittlerweile, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich, ne, und wenn man bedenkt, wo haben wir angefangen? Wir haben angefangen, über Eier zu reden und Milch. Ja. Ne? Und wenn man sich das mal betrachtet, mit was für Maschinen man heutzutage Felder bearbeitet, um halt Nahrungsmittel daraus zu ziehen. Mhm. Ich glaube, meine Nichte ist das. Mit der habe ich aber nicht so viel Kontakt, also eigentlich gar keinen. Da habe ich mal gehört, dass die in Kiel studiert, und zwar Agrartechnik. Und hauptsächlich auf den biologischen Wege. Und zwar ging das darum, das Saatgut oder die Keime so zu modifizieren und zu ich will jetzt nicht unbedingt manipulieren nennen, aber halt so zu weiterzuentwickeln, dass die Pflanze noch effizienter ist. Mhm. Ne? Und das ist halt auch krass. Ne? Nicht, dass du einfach hergehst und einfach nur Dünger rüberhaust oder ne, das, was du sagtest hier, von den Kuhmist drüber streust, sondern dass es da wirklich so weit geht, dass genbiologisch die Keime halt modifiziert werden. Ne? Ja, na klar. Um halt auch, es ist ja leider so, wir haben ja immer mehr
Hunger. Ne? Wobei, was heißt immer mehr Hunger? Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass es zu viel Auswahl gibt, oder? Ja, also ich glaube, Nahrungsmittel gibt es genug. Ja. Aber man möchte halt immer... Man möchte nicht halt immer das Gleiche essen, ne? Ja, und vor allem auch vieles wird ja auch weggeschmissen. Es wird da viel zu viel produziert eigentlich für das, was verbraucht wird. Ja. Weil es muss ja im Laden immer alles da sein. Ja, und das wird natürlich nicht alles verkauft. Ja, ja, ja. Ja gut, ich glaube, in Deutschland ist es noch einigermaßen mehr oder weniger, ich weiß nicht, also hundertprozentig bestimmt nicht, aber ich glaube, dadurch, dass wir noch so ein Sozialstaat sind, auch sehr sozial eingestellt sind und wir halt auch Bedürftige haben, gerade in den Städten, glaube ich, denken die Ketten schon oder gerade die Lebensmittelgeschäfte schon daran, ihre Lebensmittel weiterzugeben und sie nicht einfach nur in die Tonne zu treten. Das auf jeden Fall. Und dann kommt das irgendwann doch jemandem wieder zugute, der es gebrauchen kann. Ja. Aber wobei, alles kannst du natürlich auch nicht machen. Ne? Also, nee. Oder ansonsten wird es mal wieder umverpackt und kriegt ein neues NDH. Hat er nicht gesagt. Naja, aber da gibt es ja auch den einen oder anderen Skandal schon, ne? Ja, jetzt pass auf, alle in der Lebensmittelindustrie. Oh Gott, er hat uns entdeckt! Er hat es gesagt! Nein, wir sind aufgeflogen, Leute! Ja. Und oh, es weiß jemand. Nee, natürlich, ja, also gehe ich stark von aus, dass sowas auch gemacht wird. Es ist aber auch, muss man ja sagen, oft so, dass man wirklich Sachen, die abgelaufen sind, zum Teil noch essen kann. Ja. Kommt natürlich immer drauf an, was es ist. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, Fisch oder so muss man nicht haben. Oder Eier würde ich auch nicht essen, wenn sie abgelaufen sind, aber so Grillsoße, die es zum Beispiel gibt. Ja. Das hatten sie irgendwo mal gezeigt. Da hatten sie welche bei welch zu Hause, die aus dem Kühlschrank holt, die ist schon seit einem Jahr abgelaufen gewesen. Die konntest du ohne Probleme noch essen. Weil da eh so viel Konservierungsstoffe und alles drin sind, die wird so gut wie gar nicht schlecht. Ja, okay. Das ist ja immer nur für die Hersteller eine Absicherung. Bis dahin garantieren sie, dass es noch okay ist. Und danach bist du selber dafür verantwortlich. Ja, ist ja genauso auch wie bei Medikamenten und Salben zum Beispiel. Ne? Die haben ja auch, eigentlich kannst du die auch über das Verfallsdatum rübernehmen. Mhm. Also jetzt ist jetzt kein Rat dazu, ne? Aber es ist halt so, die Hersteller sagen halt auch, bis dahin garantieren sie den Wirkstoff, ne? Und danach dann halt nicht mehr. Wobei ich bei Salben bin ich eher vorsichtig, weil da vielleicht so viel Flüssigkeit drin ist. Ich bin tatsächlich einer, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich konsumiere gar nichts mehr, was das MDH überschritten hat. Gar nichts mehr, weil ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich habe da auch schon so ein, zwei Mal schlechte Erfahrungen mit gehabt und da wird man dann halt auch ein bisschen vorsichtiger, ne? Ja, klar. Und sagt dann sich auch, okay, das wieder nicht. Wobei, ich habe auch eine Reportage gesehen, gerade das war auch so in der Zeit, wo diese ganzen Gammelfleischskandale aufgeflogen sind. Da sind die ja sogar mal hergegangen und haben Gammelfleisch auf den Grill geschmissen und danach war es wieder tippitoppi, ne? Ja. Weil dann war es wieder durch, dann war es halt weggegrillt und hier und da ein bisschen das wirklich Grüne weggeschnitten und dann ging das. Da gibt es auch ich glaube, in Amerika ist das. Gibt es ein Restaurant, was nur Gammelfleisch anbietet? Nee, die wirklich Steaks anbieten, die Schimmel drauf haben. Ach so, ja, okay. Das ist ja dann wirklich, das ist dann ja gezüchtet. Ich weiß gar nicht, ob das. Die haben das abgehangen bei sich im Restaurant, ja, genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber wenn man so überlegt, ist es manchmal. Es gibt ja auch Schimmelkäse, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Von dem her. Da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, also was heißt Möglichkeiten, da gibt es ja genügend Sachen, womit man, wo das halt auch so ist. Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht essen, wenn irgendwie so Schimmelkäse zum Beispiel oder so, die Steak, wovon ich gesprochen habe, ich würde das gar nicht essen, weil sobald irgendwas nur so ein bisschen annähernd aussieht, dass es schlecht sein könnte, haue ich es auch weg. Ja. Weil, nee, muss nicht sein. Sehe ich leider, oder was heißt leider, sehe ich aber auch so, also... Man hat doch schon so seine schlechten Erfahrungen gemacht und es ist ja auch so ein bisschen, das Auge und der Kopf isst ja mit. Ja. Ne? Und wenn das Auge und der Kopf schon sagt, das sieht schon so aus, als ob es gleich wieder durchfällt, dann wird der Magen nicht anders darauf reagieren. Ne? Und deswegen packe ich das auch lieber immer beiseite. Ja. Oder gleich in die Tonne, sagen wir es mal lieber so. Ja, genau.
Bist du mit dem Feld schon fertig? Nee, ich fahre da noch außen rum. Ah, cool. Ich habe mich gerade gewundert, was du so machst, was du so treibst. Nee, ich sage auch, ich meine, es ist natürlich wieder ein bisschen Verschwendung, aber ich schmeiß lieber einmal was mehr weg, als dass ich dann nachher irgendwie mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus lande. Na, es muss doch nicht mal eine Lebensmittelvergiftung sein. Nee, aber es allein... Es reicht schon, wenn es dir 3 Tage schlecht geht, ne? Ja. Ja, oder einfach nur ja, diverse Körperreaktionen hast. Ja. Das reicht ja schon vollkommen. Ja. Ich habe das einmal gehabt. Ich weiß gar nicht, wusstest du das? Das war letztes Jahr? Ne, 2015. Wir sind ja schon in 17. Mhm. Ich habe ja keine Gallensteine mehr, also keine Gallenblase. Nee, keine Gallenblase habe ich mehr, habe ich nicht mehr, weil ich hatte schon Gallensteine und die sind, haben sich auch bemerkbar gemacht, nachdem ich ein Wochenende sehr, sehr fettig gegessen habe. Also die Gallenblase ist wohl dafür da, oder die Gallenflüssigkeit ist wohl dafür da, im Darm Fette abzubauen. Und dadurch, dass ich mal ein Wochenende sehr, sehr fettig gegessen habe, 2 Tage hintereinander, hat wohl die Gallenblase nicht mehr genügend Gallenflüssigkeit gehabt, weil ich auch Gallensteine hatte. Mhm. Und hat die versucht, so einen Gallenstein durch den Gang durchzudrücken. Mhm. Alter, das war tödlich, ey. Ich dachte echt, dass es eine Lebensmittelvergiftung erst ist. Und ich war auch im Krankenhaus deswegen, weil das hat richtig Sauweh, ne? Mhm. Und das war auch nicht so nett. Aber die wurde dann später auch operativ entfernt. Aber man hat sie nicht gleich das erste Mal entdeckt. Das war, also die Gallensteine, ne? Also ich bin da eine Nacht zur Beobachtung gewesen und die sind halt von Lebensmittelvergiftung ausgegangen. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und dann in der Woche habe ich es nochmal wieder gekriegt und dann bin ich zum Hausarzt und der hat gleich so die Symptome gehört, von wegen Schmerzen in den Rücken rein und so weiter und so fort. Mhm. Hat er Ultraschall gemacht, gleich auf die Gallenblase und sagte, alles klar, ist voll mit Steinen, ab in die Chirurgie. Tschüss. Mhm. Ja. Das mal so um auf das Thema Lebensmittelvergiftung da mal so was zuzusagen. Ja, ich hatte tatsächlich sogar schon 2-mal eine Lebensmittelvergiftung. Echt jetzt? Ja. Wie macht man das? Also ich weiß es auch nicht genau, aber also seitdem ich alleine wohne noch nicht, das muss ich mal dazu sagen. Achso, wurdest du immer vergiftet oder was? Ja, genau. Nee, das eine Mal war, zumindest denke ich, das Problem, dass da hatte ich beim Freund oder beim Kollegen gegessen und die hatten irgendwie Hackfleisch und die Mutter hatte, glaube ich, vergessen, das Hackfleisch halt frühzeitig aufzutauen und so und hat es halt in der Sonne gelegt zum Auftauen und ich vermute, dass da irgendwas war. Ja, okay. Und das andere Mal waren es einfach ganz normale Bockwürstchen. Da hatten wir Schützenfest, kennt ihr sowas da oben? Ja, ja, klar. Ja. Ich war auch in den Kyffhäuser. Okay. Kyffhäuser-Jugend. ja, da hatten wir Schützenfest. Kennt ihr sowas da oben? Ja, ich weiß ja, in manchen Gegenden kennt man es nicht. Achso, warte. Echt mal. Nicht? Soll ich die Sandmaschine wieder auf den Hof stellen? Ja, ne? Ja, bitte. Und reinigen. Es steht ein Kercher da. Ja, okay. Ja, da hatten wir Schützenfest und ich da halt so mit, wie alt war ich denn da? 11, 12 oder so? Kannst du sie auch noch auffüllen? Ja, kannst du. Ist das Big Pack noch an der Dings, ja, ne? Ja, mit 11, 12. Ja. Schützenfest, ganze Wochenende halt fast nur Cola getrunken und so, also wahrscheinlich, es war auch sehr warm, wahrscheinlich ein bisschen dehydriert und dann Bockwürstchen gemacht und ja, die waren wahrscheinlich nicht ganz so gut mehr und dadurch, dass ich noch so ziemlich wenig getrunken hatte und alles und ne, war wahrscheinlich meine Abwehrkräfte nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Ja. Und dadurch ist das wohl passiert, weil meine Mutter hatte die Bockwürstchen auch gegessen und die kam einen Tag nach mir ins Krankenhaus. Ah, okay. Also lag es wahrscheinlich wirklich daran. Waren das denn so Würstchen aus dem Glas oder? Nee, aus der Dose. Ah ja, okay, ist ja. Also ja, schon keine vom Metzger. Nee. Und ich meine, wir haben nachher nochmal drauf geguckt auf die Dose, die lag ja noch im Müll. Mindesthaltbarkeitsdatum war noch nicht überschritten. Ja. Aber es kann natürlich trotzdem mal vorkommen. Ja, wenn die irgendwie Luft gezogen hat oder so. Ja, das ist ja alles. Aus irgendeinem Grund. Das ist ja, das hast du ja immer schnell. Ich bin ganz froh. Ich war ja lang bei der Bundeswehr. Mhm.
Und ich habe tatsächlich auch mal bei Übungen dieses EPA gegessen. Also Ein-Mann-Portion ist das ja. Heißt, nee, ich glaube, das heißt, es wurde immer Ein-Mann-Portion abgekürzt, aber ich glaube, das heißt anders, oder? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ich weiß, eine Freundin von mir sagt auch immer nur EPA, die auch beim Mund ist. EPA-Merch. Scheiße, wie viel gibt's denn davon? Epa? Epa BW? Alles klar, keine Ahnung. Ich weiß nicht wieder, wie das heißt. Auf jeden Fall hieß es, ist also die Abkürzung war da von Epa. Und da bin ich eigentlich auch froh, dass da irgendwie nie was passiert ist, weil das sind ja auch Sachen, die seit Jahrhunderten konserviert worden sind. Also auch wenn man da auf die Büchsen geguckt hat und da sich das MDH angeguckt hat, das war noch 40 Jahre in die Zukunft, ne? Ja. Sozusagen. Also das ist schon krass. Guti, wir sind auch schon wieder fertig mit der Folge. Tatsächlich. Aber gerade erst Wahnsinn, angefangen. ne? Das ist. Wahnsinn. Gerade erst angefangen, genau. Ich bedanke mich bei euch oder wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr über Lebensmittelvergiftung und andere Konserven erfahren möchtet, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen zu einer weiteren Folge wieder einschaltet. Bis dahin, bye bye. Tschüss.